Herzlich willkommen zu Hidden Candidates Podcast 4 am 3. Advent, Sonntag, 15.12.2019. Ja, so langsam nähern wir uns Weihnachten und wir haben wieder interessante Gäste. Einmal hier den Thomas. Hallo André. Ja, und ich darf die Andrea begrüßen, die Andrea aus der Steiermark. Hallo Andrea. Hallo André. Andrea Spreitzer ist Coach und beschäftigt sich mehr als 2 Jahrzehnte mit Coaching für Werte und Unternehmenskulturen. Thema heute ist wertvolle Kandidaten, leuchtende Persönlichkeiten. Ja, mein lieber André, mittlerweile ist ja so, dass du dich hier als Kreativdirektor bewirbst. Und wie kommst du denn schon wieder auf diesen Titel? Ich meine, was bedenkst du dabei, was das bedeuten soll? Ja, wir bei Hidden Candidates möchten natürlich, dass der Kandidat im Mittelpunkt steht. Und das ist uns das Wichtigste, dass die Persönlichkeit im Endeffekt herauskommt. Und wenn die Eigenschaften des Kandidaten richtig rauskommen, dann ist er wirklich wertvoll und er wird dann auch sehr stark leuchten und das wird dem Unternehmen auch gut tun und ihm selber auch. Das heißt, du kombinierst hier das Thema Werte mit der Persönlichkeit und das so ein Leuchten zu bringen in der Adventszeit sehr passend. Ist es das, was du damit zum Ausdruck bringen möchtest? Ganz genau. Und heute leuchten schon 3 Kerzen. Ja, Andrea, du bist Coach. Dein Hauptaugenmerk ist eben halt Wertecoaching. Und was sind für dich Werte? Ja, also Werte ist ganz was Wichtiges. Werte sind genau die Dinge, die unsere Persönlichkeit ausmachen, also noch ein paar mehr Dinge machen die Persönlichkeit aus, aber Werte sind wirklich ursächlich für unsere Verhaltensmuster. Und Werte bekommen wir natürlich alle aufgrund unserer Herkunft mit. Die Eltern haben uns irgendwann mal Werte vermittelt. Später nehmen wir noch weitere Werte auf, von der Schule, von den Lehrern, Vorbilder. Und natürlich dann in der Pubertät ganz wichtig, vom Freundeskreis auch schon vor, aber in der Pubertät extrem, wo man sich wirklich dann abgrenzen möchte und erwachsen wird. Ja, also Werte sind die Dinge, die uns so agieren lassen, wie wir es tun. Und wo ist der Unterschied zwischen Werte und Eigenschaften? Ja, das ist ganz ein wichtiger. Also Werte sind immer diese Dinge, die man in einer bestimmten Situation, dass man dieses Verhalten, was man an den Tag legt, kann man einfach nicht kalkulieren. Also wenn man zum Beispiel, die meisten Menschen sagen, wenn ich mit ihnen arbeite, was für Werte haben sie denn? Die meisten Menschen sagen, ich habe den Wert Wahrheit. Das ist ganz interessant, weil den haben nämlich tatsächlich die wenigsten Menschen. Und das heißt, die meisten Menschen möchten einfach, dass man mit ihnen ehrlich umgeht. Aber selbst sagt man weniger die Wahrheit. Wenn ich jetzt irgendein Problem bei dir feststelle und vorher lange überlege, ob ich dir das nun sagen soll oder nicht, dann habe ich nicht den Wert Wahrheit, dann ist das eine Eigenschaft. Weil immer dann, wenn ich überlege, wie reagiert mein Gegenüber auf das, was ich tue, dann ist es eine Eigenschaft, ein Wert, der lässt ein Denken nicht zu. Bei einem Wert sage ich dir das einfach spontan, wenn mir auffällt, dass da irgendwas in die Schieflage gerät. Kannst du denn sagen, aufgrund unserer Industrialisierung in den 70er, 80er, 90er Jahren, wo man gesagt hat, dass unsere Eltern uns beigebracht haben, du musst erstmal gut in der Schule sein, du musst gut im Beruf sein, du musst erstmal viel arbeiten und so weiter, dass ändert sich ja, wie wir das jetzt alle mitbekommen, in unserer Gesellschaft, wo man eben halt doch etwas anders denkt. Und könntest du da etwas zu sagen? Absolut ist das veränderlich. Vorher wurde ich oft gefragt, wie tickt denn die Generation Y? Warum sind die denn, ich verstehe die gar nicht, warum sind die denn so anders? Ja, ganz klar, weil die andere Werte haben. Jede Generation hat ein bisschen andere Werte. Es wird jetzt wieder sehr viel mehr. Also das spüre ich bei meinen Coaches oder auch das berichten mir Personaler, wenn sie Personalgespräche haben. Es wird sehr viel mehr Wert auf Familie gelegt, auf Freunde, auf Freizeit. Mhm. Vorher war ja mehr dieses individuell sein, ja, dieses eigene Karriere machen. Mhm. Also es waren sehr viel mehr Leistungswerte. Mhm. Und jetzt gelten wieder sehr viel mehr soziale Werte. Also es ist natürlich veränderlich und das kommt auch, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was für einen Fokus haben die Eltern, wie haben die sich weiterentwickelt, weil Werte, wenn sie, vorausgesetzt, sie sind angelegt,
kann ich auch dementsprechend weiterentwickeln, ne? Und wenn ich meinem Kind dann eben noch ein paar Werte, die ich bei mir weiterentwickelt habe, vermittle und es damit aufwächst, dann wird es andere Werte leben als ich als Kind. Und wie erkenne ich bei mir denn meine Werte? Ja, das ist eigentlich, es ist nicht so einfach, aber so schwer ist es auch nicht. Also wenn du in normale Alltagssituationen schaust, die du hast, ob das jetzt beruflich oder privat ist, und in Situationen zurückgehst, wo du dich richtig aufgeregt hast, ja, wo jemand was gesagt hat und das war wie ein Startschuss fürs HB-Männchen und du bist durch die Decke geflogen, dann kannst du davon ausgehen, dass derjenige einen Wert von dir tangiert hat. Oder wenn du eine Situation hattest, wo du dich über dich selbst wunderst, dass du dich in dem Moment so verhalten hast, dann kannst du, wenn du in dich gehst, Werte herausfinden, die dich dazu motiviert haben, genau dich so zu verhalten, wie du es getan hast. Ja, find ich sehr spannend. Es kommt für mich so ganz spontan die Frage hoch, wenn du davon sprichst, Generationen haben unterschiedliche Werte, eben halt, wie du es gerade sehr gut dargelegt hast. Und jetzt man als Persönlichkeit daneben unterwegs ist, dann ist es ja unweigerlich der Fall, dass da jung und alt entsprechend auch unterschiedliche Werteprägungen aufeinander treffen. Wie muss man sich das vorstellen? Oder was sagst du? Weil wenn die Werte ja konträr sind, also wirklich nicht überlappend sind, dann würde das ja bedeuten, dass man da ja schon in Richtung ja, Konflikt gehen könnte. Oder wie siehst du das? Das ist ja auch der Grund, warum, also jetzt nicht mehr so extrem, aber so vor 5, 6, 7 Jahren wurde ich ganz, ganz oft gefragt. Also ich sage jetzt so, wie mich mal ein Geschäftsführer gefragt hat, weil das hat mich total schockiert. Der hat mich gefragt, können Sie mir mal erklären, wie diese bekloppte Generation Y funktioniert? Und dann habe ich gesagt, wieso bekloppt? Und das war natürlich wirklich darauf zurückzuführen, dass er sich überhaupt nicht dort reinversetzen konnte, weil er ein komplett anderes Wertegerüst hatte. Und das ist richtig, Thomas, wie du sagst. Das bringt natürlich Konflikte, weil das ist wie, wenn ich eine andere Sprache spreche. Also wenn ich jetzt hier auf Mandarin antworte, dann wird mich keiner mehr verstehen. Und genauso ist es eben auch mit den Werten. Und Werte ziehen ja an und stoßen aber auch gleichzeitig ab. Nämlich die Menschen, die nicht das gleiche Wertegerüst haben wie ich. Jetzt ist es aber so, dass das nicht zwangsläufig ist, dass sich die ältere Generation und die jüngere Generation nicht mehr verstehen, weil wir haben ja mehr als einen Wert. Und wenn die meisten der Werte zueinander passen, also wenn die überlappen, dann funktioniert das ja. Und dann kann man natürlich sehr, sehr gut miteinander harmonieren, ohne dass man sich verbiegt, weil wenn man sich verbiegt, harmoniert man eh nicht, ne? Das heißt aber, wir sprechen ja hier sehr stark über Persönlichkeiten, über das Thema Kandidaten. Das ist unser Fokus im Augenblick im Gespräch. Dennoch würde ich an der Stelle mal kurz auch den Schwenk machen auf die Unternehmen. Das heißt, aus meiner Sicht ist es doch auch so, dass A, muss ich mir darüber bewusst sein, welche Werte ich habe. Wie du sagst, das ist vielleicht auch gar nicht so ein Hexenwerk, sondern man findet das eigentlich relativ einfach auch für sich raus. Und du hast ein schönes Beispiel gegeben. Wenn man direkt wie ein HB-Männchen hochgehen, dann weiß man, dass man im Wertebereich ist und nicht nur im Eigenschaften oder ähnlichen Bereich. Aber ein Unternehmen ist ja auch ja, ist nicht eine Institution, ist aber auch ein Lebewesen am Ende des Tages, das auch entsprechende Werte hat. Wie siehst du das? Weil da kommt ja jetzt wirklich der Mensch in ein Gerüst rein, was eben halt auch Werte hat. Und ich spreche jetzt nicht von den Prospekten, den Hochglanzprospekten, wo man manchmal reinschreibt, wie man sein will. Und wenn man reinguckt, manchmal feststellt, es ist so, aber häufiger feststellt, es ist nicht so. Wie muss man sich das vorstellen aus deiner Erfahrung? Was kannst du dazu sagen? Also das Unternehmen an sich ist ja erstmal neutral. Aber du hast recht, also die Werte, die man dort antrifft, das ist die Kultur des Unternehmens. Und die Kultur, also sprich die Werte, die dort gelebt werden, werden von allen aus der Belegschaft getragen. Das heißt, wenn ich in irgendein Unternehmen reinkomme und dort eben bestimmte Werte spüre, dann ist es eben so, dass alle Mitarbeiter jetzt von ganz unten bis ganz oben diese Wertewelt innerhalb des Unternehmens geprägt haben. Es ist immer die Frage, wie du auch sagst, ob ich jetzt diese Werte haben will oder nicht. Aber auf jeden Fall ist eben das die größte Schnittmenge, die es in diesem Unternehmen gibt, die prägt die Kultur.
Und und dann kommt man in ein Unternehmen rein und dann findet man ein Unternehmen, wo man sich unglaublich wohlfühlt, weil da eine offene Kultur ist. Das heißt, es ist ein sehr respektvoller Umgang. Respekt ist ein Wert. Es ist sehr kommunikativ. Offene Kommunikation ist ein Wert. Man trifft aber auch Unternehmen an, wo man sofort eine Angstkultur spürt. Und da fehlen eben bestimmte Werte. Jetzt ist es im Unternehmen so, dass ganz viele Menschen, also je nach Größe des Unternehmens, strömen eben Menschen dort rein ins Unternehmen sind dort eben angestellt. Die sind ja schon fertig, also die haben natürlich ihre Werte. Und deshalb kann man nicht, wie du auch jetzt richtig gesagt hast, diese Hochglanzbroschüren, das Geld wird man besser, also könnte man besser anlegen, weil ich kann nicht einfach festlegen, diesen Wert leben wir. Weil es kommt immer darauf an, was habe ich denn für Mitarbeiter angezogen und welche Werte werden tatsächlich im Unternehmen gelebt. Das sind ja so die sogenannten Leitgedanken eines Unternehmens, Maxime und so weiter, und die dann irgendwo auf großen Tafeln stehen und die dann eben weiter stehen, weil sie stehen müssen. Ja, aber sie werden leider nicht gelebt. Genau. Ja, und das ist ganz grauenvoll, weil damit macht man mehr kaputt, als man gut macht. Weil gerade Mitarbeiter, immer Führungskräfte, genau daran messen. Gerade wenn man so ein Leitbild hat. Ich meine, Führungskräfte werden sowieso daran gemessen, was sie tun an ihren Werten, sehr, sehr stark. Aber wenn dann noch dazu so ein Leitbild existiert, wo man die Werte festgeschrieben hat, ja, dann ist also wirklich so, wenn die Führungskräfte nicht in der Lage sind, diese Werte zu leben, die nach unten weiterzutreiben, tun sie ihrem Unternehmen keinen Gefallen. Und wenn ich jetzt als Unternehmer jetzt eine Führungskraft habe und sage, ja, jetzt ändern Sie sich doch mal, ändern Sie doch mal Ihre Werte. Ist das denn so einfach möglich? Ich meine, als Unternehmer kann ich ja immer schön sagen zu meinen Führungskräften, zu meinen Mitarbeitern, jetzt ändert euch doch mal, ich möchte das ganz anders. Ist das denn so einfach? Genau. Genau, weißt du, das Tollste, was du dann sagen kannst als Unternehmer ist, jetzt fangen Sie doch endlich mal an, unternehmerisch zu denken. Das ist super, ja. Weil das geht 100% daneben. Ja. Weil man einfach, wie gesagt, du kannst sie nicht wahllos reinbringen. Ja? Das ist ja nicht irgendwie so ein Wunschkonzert. Ich hätte jetzt gern den Wert und den Wert. Also das funktioniert überhaupt nicht. Ich sage vielleicht mal ein Beispiel, dann macht es plastischer. Als ich damals angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich einen Wert, den man als Unternehmer braucht, dass der bei mir unterentwickelt ist. Mhm. Aber wie gesagt, Werte, du hast jetzt gehört, ich habe gesagt, unterentwickelt, die Werte müssen natürlich veranlagt sein, wenn man diesen Wert überhaupt nicht hat. Dann kann ich den nicht reinnehmen. Ich kann Werte aber entwickeln. Also ich habe gespürt damals, dass der Wert Konfliktfähigkeit unterentwickelt ist. Und ich hatte unglaubliche Probleme, wenn es irgendwie einen Konflikt gibt, mich mit der Person auseinanderzusetzen. Also ich war zwar streitbar, aber Konfliktfähigkeit ist ja was anderes, als wenn ich mich mit jemand streite. Das heißt ja, ich versuche eine Lösung auch für das Problem zu finden. Und ich habe mich dann ganz bewusst in Situationen begeben, also erstmal privat, wo nichts passieren kann, zum Beispiel im Straßenverkehr oder auch an der Kasse im Supermarkt, sind super Orte, um Konfliktfähigkeit zu trainieren. Okay. Also in diese Situation habe ich mich reinbegeben und habe ganz bewusst wirklich Konflikte herbeigeführt. Ach, du warst? Okay. Ich war das, ja. erstmal mit dem Gefühl umzugehen und wirklich auch das zu lernen, wie führe ich ein Problem, was zu einem Konflikt wird, einer Lösung zu. Und habe das dann auch relativ schnell entwickeln können. Also man kann Werte entwickeln, ich kann sie aber nicht wahllos hinzunehmen. Also ich muss schauen, was für Werte habe ich. Manchmal gibt es Werte, die auch Parallelwerte haben, wenn mir ein Wert fehlt. Dann kann ich vielleicht einen anderen Wert stärker ausbauen. Dann komme ich auch relativ nah. Aber
wahllos hinzunehmen kann ich sie nicht. Okay, das heißt also, der Kandidat bei uns braucht natürlich, oder die Führungskraft als solches, braucht eben halt auch eine Zeit, um erstmal selber zu reflektieren und seine Werte erstmal selber einzuordnen, einzusortieren, erstmal kennenlernen und offen zu legen, dass man sagt, ja, das sind tatsächlich meine Werte. Und dafür sind wir ja da bei Hidden Candidates, unsere Coaches, die das eben halt mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten besprechen. Und dann hat man erstmal die Grundstruktur der Werte. Das möchte ich im Endeffekt auch leben so. Und ich suche ein Unternehmen, das ebenfalls eine ähnliche Unternehmenskultur hat, damit ich da auch vernünftig reinpasse und nicht nach 3 Monaten schon sage, das passt alles nicht. Ganz genau richtig. Also in der Regel, Mitarbeiter machen das ein bisschen besser als Führungskräfte. Ne? Mitarbeiter schauen sehr, sehr stark darauf, passe ich dorthin oder nicht. Also wenn ein Mitarbeiter schon spürt, in dem Unternehmen fühle ich mich überhaupt nicht wohl, der würde eher, also wenn das jetzt nicht gerade eine sehr schwache Region ist, das ist nochmal was anderes, aber jetzt in Großstädten, in Ballungszentren, da ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter schauen, passe ich in das Unternehmen rein. Mhm. Führungskräfte haben manchmal, fangen sie an, sich zu verbiegen, nämlich wenn das Angebot zu verlockend ist. Mhm. Wenn das Angebot der Position, die dementsprechende Honorierung, dann auch vielleicht der Karriereweg, wie es noch weitergehen kann. Wenn das zu verlockend ist, fangen sie manchmal an, sich zu verbiegen. Und es ist tatsächlich wichtig zu schauen, passe ich von meiner Persönlichkeit ins Unternehmen, weil nur dann kann ich mich hier voll einbringen und nur dann bringe ich volle Leistung. Das finde ich ein gutes Beispiel, weil mir geht jetzt gerade so ganz spontan durch den Kopf. Es kann ja auch sein, oder es kann eine Situation eintreten, wo ein Unternehmen durchaus auch die vielleicht dann unterentwickelten Werte oder die Kultur in dem Unternehmen verändern will und sucht sich ganz bewusst eine Persönlichkeit raus, die diese Werte mitbringt, die er ja auch ausstrahlt, die nimmt er dann der Gesprächspartner auch wahr. Das heißt doch dann für mich, dass ich als Führungspersönlichkeit auch zu meinen Werten stehen muss, weil es vielleicht auch Teil eines Veränderungsprozesses im Unternehmen ist. Und es wäre dann ja fatal, wenn man da sich sehr, sehr angleicht, weil dann würde ja genau das Ziel nicht erreicht. Das wäre doch beispielsweise ein guter Tipp, dass auch vielleicht, bevor man zusammenkommt, auch solche Themen anspricht und ganz bewusst darüber redet, was ist die Kultur, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, um einfach zu sehen, ob es passt. Ich meine, das kam jetzt so ganz spontan aus den Fragen und aus den Schilderungen. Was würdest du dazu sagen? Ist das ein guter Ratschlag, das aktiv anzusprechen oder vielleicht nicht? Ich bin 100% bei dir, Thomas. Das ist sogar nicht nur ein guter Vorschlag. Das ist existenziell, wenn ich wirklich eine Position einnehmen will, in der ich mich wohlfühle. Ja, weil, also das Schlimme ist wirklich, wenn man sich permanent verbiegen muss, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ja, die meiste Zeit in meinem Leben bin ich in der Arbeit. Und da sollte ich natürlich auch dementsprechend mich leben können. Und das ist ungeheuer wichtig beim Vorstellungsgespräch. Also nicht nur natürlich darüber zu sprechen, aber dass mein Gegenüber auch schon merkt, was habe ich denn für Wert. Dass ich eben nicht versuche, auf irgendwelche Fragen diplomatisch zu agieren oder zu überlegen, was für eine Antwort hätte mein Gegenüber denn jetzt gerne, sondern wirklich aus mir heraus agiere. Also es ist natürlich ungeheuer wichtig, bereits beim Vorstellungsgespräch seine Werte zu leben, weil ansonsten, wir hatten zu Anfang gesagt, Werte ziehen an und Werte stoßen aber auch gleichzeitig ab. Mhm. Wenn ich jetzt beim Vorstellungsgespräch mich schon verbiege und auch mich gar nicht traue, darüber zu sprechen, aus Angst, dass ich dann vielleicht die Position nicht bekommen könnte, dann kann das sein, dass ich den Job bekomme und dass ich noch während der Probezeit feststelle, boah, das war es jetzt aber wirklich nicht und mich jeden Tag auf die Arbeit irgendwann schleppen muss. Oder noch schlimmer, in der Firma einfach dann entschieden wird, okay, wir haben uns getäuscht, wir haben einen Fehler gemacht und noch während der Probezeit der Vertrag wieder aufgelöst wird. Wenn du Kandidaten coachst, Andrea, wie sehen denn da die Erfolge aus? Wie geht dann der Kandidat, die Kandidatin aus dem Coaching heraus? Also am Ende ist es so, dass wenn wir das Coaching beendet haben, weiß der Kandidat auf jeden Fall, welche Werte er hat und ich finde es auch immer wichtig, dass man daran arbeitet, dass der Kandidat oder der Coachee in der Lage ist, seine Werte zu leben, weil nur dann ist er ja authentisch. Mein Coaching ist auf Authentizität fokussiert. Das ist mir auch das Wichtigste. Und
Es ist einfach aufgrund der Werte geht der ich sage immer Kandidat, weil ich jetzt hier bei Hidden Candidates bin, aber bei mir sind es ja nach wie vor immer noch die Coaches. Ja. Also die Coaches gehen bei mir raus und sind wirklich ein Stück weit authentischer, wenn sie das Coaching also wirklich durchziehen, weil manche sind ein bisschen früher auf, weil Entwicklung auch wehtun kann. Auch authentisch zu werden kann schmerzen, nämlich wenn man dann im Umfeld dementsprechende Konflikte bekommt, weil die auf einmal denken, es schneit, ne? So kenne ich die Person gar nicht. Ja, weil Muster einfach aufgebrochen werden, beziehungsweise offen richtig. Werden. Genau, also wenn der Coach das durchzieht, ist er nach dem Coaching maximal authentisch. Okay. Das heißt, er ist sich darüber bewusst, welche Werte er hat, wie er als Persönlichkeit funktioniert und was er für ein Umfeld braucht, um eben halt auch dort seine Leistung am Ende des Tages auch voll einbringen zu können. Ganz genau. Ja, das ist eine schöne Thematik mit dem Titel, den André am Anfang ja so plakativ auch genannt hat. Wertvolle Kandidaten heißt, jemand erkennt das bei mir oder bei den Kandidaten, was jetzt gerade wichtig ist, möchte das auch haben, weil es einerseits vielleicht auch passen kann, einfach eine Kontinuität oder eben halt auch, was wir vorhin mal besprochen haben, es ist vielleicht auch ein bewusster Veränderungsprozess in dem Unternehmen, in der Kultur, um das, was vorhanden ist, herauszuarbeiten. Und insofern ist es ganz wichtig als Persönlichkeit auch, und du hattest das mit leuchtende Persönlichkeit auch bei sich zu bleiben und auch standhaft zu bleiben und sich natürlich Rückmeldung einzuholen, also nicht blind nach vorne zu laufen, aber auch einfach sich selbst zu beobachten und um diesen Veränderungsprozess, der vielleicht auch sehr notwendig für das Unternehmen ist, einfach auch von vorne weg zu betreiben. Ne? Und dessen muss man sich als Persönlichkeit auch bewusst sein. Ja, und wir haben an diesem dritten Adventssonntag sehr, sehr viel jetzt schon wieder gelernt von der Andrea. Was sind Werte? Warum sind Werte überhaupt wichtig? Wie kann ich auch Werte ändern? Wie kann ich mich selber verändern? Man kann sie nämlich tatsächlich selber verändern. Man muss es nur wollen. Also ein Wille ist noch ganz stark dahinter. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie auch die leuchtende Persönlichkeit werden wollen, also an einem Coaching interessiert sind, an eine neue Stelle, dass man eben halt eine Transformation einleitet, dann empfehlen wir natürlich unsere Plattform Hidden Candidates, die Plattform, die Kandidatenplattform für Führungskräfte in Familienunternehmen. Und unser nächster Podcast kommt am nächsten Sonntag, 4. Advent, wieder mit einem interessanten Thema und einer inspirierenden Persönlichkeit natürlich. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube. Mein Gott, das sind die ganzen sozialen Kanäle. Und erzählt von euren Erfahrungen und teilt uns einfach eure Meinung mit. Und wir sagen ein herzliches Dankeschön, liebe Andrea, für diese wertvollen Informationen. Ich sage bis dann, der Thomas. Danke, André. Und liebe Andrea, herzlichen Dank. Danke, André und Thomas. Hat Spaß gemacht. Tschüss und einen schönen Sonntag noch. Tschüss.